Ist es jetzt in Ordnung? Ja, besser. Also, morgen ist mein Geburtstag. Gut, früher war mir das egal, aber Maria hat an diesem Tag immer etwas Schönes gekocht, mir eine Torte gemacht. Ja, hallo, mein Name ist Natascha Thies. Ich spiele Stella, die Puppe. Offensichtlich. und ja, yeah, was kann ich sagen zu meiner Rolle? Sprachlich eine Herausforderung, körperlich eine Herausforderung, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, yeah, sie fordert vor allem auch ihren Partner, Marco, indem sie ihn ständig mit Fragen löchert und konfrontiert. Und ja, yeah, dadurch fängt er an zu hinterfragen seine bisherigen zwischenmenschlichen Beziehungen, die eine andere Erkenntnis kommt mit der Zeit. Also habe ich meine Aufgabe als Beziehungscoach einwandfrei erfüllt. Der Beste war ein junger Chemiker aus dem Labor. Seine Herzfrequenz war die höchste von allen. Sein Körper war so elastisch. Seine Finger waren so weich. Und er hatte so... Geht's noch? Ich bin so von mir zu loben, nur 5 Minuten, nachdem wir... Du hast auf eine ehrliche Antwort. Hallo, mein Name ist Thomas Kurziol. Ich spiele die Rolle des Marco in dem Theaterstück Die Puppe. Es ist eine sehr spannende Rolle, es ist ein Zwei-Personen-Stück. Und der Marco hat ein leichtes Leben gehabt, oder er hat sich das gedacht, dass er das hat, und seine Beziehungen sind aber aufgrund seiner Grundeinstellung gescheitert, und er denkt sich, er holt sich eine Puppe, um einfach so weiterzumachen, wie er das gewohnt war. Nur diese Puppe ist menschlicher, als er das erwartet, und bringt ihn an seine Grenzen und auch dazu, darüber nachzudenken, was es bedeutet, wirklich eine Beziehung zu führen, beziehungsweise sich auf seinen Partner einzulassen. Ein sehr lehrreiches Stück, gespickt mit Komödiantik und sehr viel Ernst im Hintergrund. Freude gemacht, das zu spielen. Ich bin Carmen Wagner, ich bin die Produzentin von Die Puppe. Warum ich Miro Gavran auf die Bühne gebracht habe? Ich bin 2017 das erste Mal über ein Stück von ihm gestolpert, damals Lachen verboten, habe Hupsi Kramer, unseren Regisseur, kurz kontaktiert und habe ihn gefragt, was er davon hält. Es hat ihn sehr begeistert. Er hat dann selbst auch Miro Gavran kennengelernt, sich in seine Stücke verliebt, und in Folge haben wir dann 3 Produktionen miteinander gemacht. Lachen verboten, Die Puppe und im letzten Herbst dann noch Die Pantoffelhelden. Und ja, jetzt durch Corona hat das natürlich etwas länger gedauert, und wir haben Die Puppe jetzt in einer neuen Besetzung noch einmal auf die Bühne gebracht. Ja, und Miro Gavran ist für mich in Kroatien das, was Nestroy in Österreich ist. Also ein Komödienautor, der aber keine richtigen Komödien schreibt, sondern eigentlich Tragödien im Kleid von Komödien. Das heißt, die Tragik der Figuren kommt für den Zuschauer zwar mit Humor gekleidet herüber, aber die Figuren selber finden es nicht wirklich lustig. Also weder in der Puppe, wo es dem Marco ja nicht wirklich gut geht, weil er ja unter der Trennung seiner geliebten Maria sehr leidet, als auch in den Pantoffelhelden, wo eine der Figuren ein Mann ist, der zu Unrecht ins Gefängnis kommt und dann sich wieder im Leben zurechtfinden muss, oder auch bei Lachen verboten, wo die Figuren
ja im Grunde genommen in einer unglücklichen Beziehung und in einer Liebschaft feststecken, wo keiner von ihnen wirklich glücklich ist. Also wie es so schön heißt, früher hat man immer gesagt, man lacht nicht über den, der glücklich ist, sondern über den, der auf der Bananenschale ausrutscht. Das ist eine Regel der Komödie, dass im Grunde genommen über das gelacht wird, was im Grunde genommen gar nicht zum Lachen ist.